Herzlich willkommen wieder zu einer deutschen Ausgabe von thewisdomfactory.net. Heute bin ich mit Katrin Schink und wir wollen uns über ein Thema unterhalten, was im Moment sehr en vogue ist: Gemeinschaften, Lebensgemeinschaften. Ich plane ja sowas auch schon seit längerem, aber über Ehepartner und so habe ich es noch nicht groß rausgekriegt und gelegentlichen Gästen. Aber eigentlich möchte ich auch eine Gemeinschaft gründen und das ist ja vielleicht nicht ganz so einfach. Und mit Katrin hatte ich schon mal gesprochen in der Vergangenheit, gibt viele Modelle und so weiter. Und sie lebt in einer Gemeinschaft und hat Erfahrung damit. Und deswegen wollten wir heute so als Einstieg mal erfahren, wie das so funktionieren kann und wie es bei ihr funktioniert hat. Aber Katrin, du kannst erst mal ein bisschen was, ein paar Takte über dich erzählen und dann gehen wir ins Thema, okay? Ja gut, vielen Dank auch über die Gelegenheit, darüber mal zu berichten. Es ist, wie Heidi sagt, es ist doch sehr en vogue zurzeit. Viele Leute suchen Gemeinschaft, versuchen aus den Städten rauszugehen, aus der Vereinzelung rauszugehen, natürlich besonders gerne aufs Land. Und es braucht natürlich vor allem eins, man möchte wohnen. Das ist so erstmal die Grundlage und zwar möglichst gemeinsam wohnen, weil sonst würde es mit Gemeinschaft häufig schwierig. Wobei Gemeinschaft nicht unbedingt absolut auf einem Fleck sein muss. Uns hat sich ein bisschen herauskristallisiert, es kann auch so 20 Einzelminuten, also unsere Gemeinschaft ist in Mecklenburg, da hat man schon ordentlich Platz und auch genügend Fahrtwege zu bewältigen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass Austausch möglich ist und als Basis dessen braucht man meistens eine Immobilie. Ob einem die selber gehört oder ob man die anpachtet, ist eine Frage, sag ich mal, des inneren Befindens und natürlich auch der Verfügbarkeit. Also hier in Mecklenburg ist es eher, glaube ich, günstig zu kaufen, wenn man das irgendwie gestemmt kriegt, gemeinschaftlich. Und dann ist die Frage, wer kauft die? Ich habe kürzlich ein sehr schönes Buch gelesen, was mir das also alles auch nochmal sehr deutlich gemacht hat. Das heißt Gemeinschaft, ein Traum auf dem Prüfstand. Können wir dann vielleicht auch nochmal die Daten genau angeben. Und die haben das nochmal sehr genau beleuchtet. Und es gibt einen entscheidenden Satz, den ich nochmal ganz wichtig fand. Das, was ich nach außen vermitteln will, muss auch im Innen sein. Das heißt, wenn ich gemeinschaftlich im Außen sein will, dann muss eigentlich auch die Basis, also die Immobilie einer Gemeinschaft gehören oder zumindest einer juristischen Person, die gemeinschaftlich vertreten wird. So, das bedeutet, in deutschen Rechtsformen heißt das, Verein ist natürlich am gemeinschaftlichsten, aber auch am beweglichsten, was die Führung angeht, also die juristische Vertretung, die Genossenschaft, da ist es auch möglich, sich mit einzukaufen und auch da ist es der Vorstand, der Entscheidungen trifft. Die Versammlung der Mitglieder gibt sozusagen vor, was dann nachher der Vorstand zu vertreten hat. Was eben besonders interessant ist für viele, ist die Stiftung. Die Stiftung bietet diesen Vorteil allerdings nicht. Also die Stiftung ist eine juristische Person, eine Vermögensmasse. Sie hat einen Vorstand, es gibt aber niemanden, der Mitspracherecht hat. Es sei denn, es gibt bei großen Stiftungen bestimmten Zwecken auch Beiräte, die dann sozusagen wieder tagen, aber das werden unter Umständen auch nicht alle Mitglieder sein. So, also das vielleicht mal so als Grobes erstmal ja, vorweg. Höre ich ja eigentlich schon drauf raus, dass Stiftungen vielleicht dann nicht das Richtige sind, weil die Menschen, wenn sie Geld einbringen, möchten ja auch ein gewisses Mitspracherecht haben. Und also wir können über diese Themen auch das nächste Mal nochmal sprechen. Mich würde es jetzt eher interessieren, wie eure Gemeinschaft, wie ihr die angegangen habt, wie die angefangen hat und wie sie sich entwickelt hat und an welchem Stand ihr jetzt seid und wo ihr gern hinkommen wollt. Mhm. Das ist ziemlich lang, du kannst jetzt eine halbe Stunde reden. Also begonnen hat das Ganze 2009, da war ich allerdings noch nicht dabei, da gab es die Idee vom sogenannten Gesundbronnendorf und da haben sich 20 Menschen zusammengefunden, haben ein Konzept gemacht und haben dann angefangen, nach einem Grundstück zu suchen. Das war sehr schwierig, hat sich lange hingezogen und am Ende ist eigentlich nur der übrig geblieben, der nicht dringend eine Wohnung brauchte oder eine Wohnmöglichkeit brauchte. Und das war Peter, der hat also dann mit Hilfe einer Immobilie in Hamburg 2016 eine Stiftung gegründet. Aber Achtung,
zwar eine Treuhänderstiftung, eine Treuhandstiftung, das heißt, er als natürliche Person steht als Treuhänder im Zentrum und die separierte Vermögensmasse gehört, haben wir jetzt gerade gelernt, ja, aus unerfreulichen Gründen sozusagen, bürgerlich-rechtlich nach dem BGB gehört ihm die Vermögensmasse. Er darf sie nur nicht verwenden außerhalb des Stiftungszweckes. Das heißt also, er ist dafür verantwortlich, dass mit dieser Masse das geschieht, was in der Satzung der Stiftung steht. Das heißt also, das, was man meistens will, aus dem Erbrecht und aus dem, sage ich mal, sonstigen Haftungsrecht ist das Ding wohl nicht ganz raus. Aber die wurde gegründet. Warum? Weil das Stiftungsamt sagte, naja, ist ja schön mit der Immobilie, aber wenn ihr kein Geld habt, wie wollt ihr eure Stiftungsarbeit machen? Okay, also wurde es eine Treuhandstiftung und dann gab es also auch relativ zeitnah ein geeignetes Objekt für dieses Gesundbrunnen Dorf, was also aus 5 verschiedenen Modulen besteht, also Wohnen, Arbeiten, Gesundheit, Bildung, also eine Akademie und ein Spa, also Wellness war auch noch, ist angedacht im Konzept. Und das wäre jetzt gewesen, dass der Bereich Ausbildung, Akademie, weil das war ein Seminarhaus. Da war natürlich auch Wohnen möglich, weil es Nebengebäude auch gab. Aber es war ein Seminarhaus hier in Mecklenburg, wunderschön gelegen mit einem kleinen See und so weiter. Und das haben wir versucht zu kaufen. Das ist dann am Ende nicht gelungen, weil das Ding an jemand anderen verkauft worden ist. Aber wir hatten so ein Jahr Erfahrung gesammelt auch. Ne? Wir haben das Seminarhaus also betrieben, ein Jahr lang. Das war schon spannend. Wir waren 7 Menschen zu dem Zeitpunkt, die dort also fest gewohnt haben. Davon war da die Stifterin war dabei, die war damals dann schon schwer krank. Und als wir es dann nicht kaufen konnten, haben wir, also es war auch sehr kurzfristig dann, dass wir da runter mussten, war die Frage, was machen wir im November eines Jahres, in dem Falle des Jahres 2017, mit 7 Menschen, mit einem kranken Menschen, wenn wir doch zusammenbleiben wollen, weil uns klar war, dass die Gemeinschaft sonst auseinanderfällt. Wir haben dann in der nahegelegenen Stadt gekauft, ein Objekt, was dasselbe Prinzip hat, also tatsächlich unten ein Seminarraum und ein Café, oben drüber auf der Etage wohnen und im Dach, das könnte man ausbauen, ist noch ein Würfelchen und ein bisschen Land hinten dran. Genau, das haben wir dann letztlich gemacht und die Gemeinschaft ist dann so trotzdem auseinandergefallen, also durch Todesfall, durch Wegzug. Das ist eben auch ein Thema, was Gemeinschaften immer wieder haben. Man findet sich zusammen, man hat ein gemeinsames Ziel. Häufig wechseln dann die Beteiligten und es wird nur dann Bestand haben, wenn genügend Beteiligte bleiben, dass sozusagen Neuzugänge auch immer wieder mit integriert werden können. Ja, also eine zu winzige Gemeinschaft, das ist das, du sagtest ja selber, ja, also über den Partner oder die Familie bist du nicht hinausgekommen. Das geht ja vielen so. Und letzten Endes ist es so, dass das dann nicht stabil bleibt und irgendwann das eben doch wieder auseinandergeht, weil einfach auch viel Arbeit ist. Also obwohl unser Haus, das wir jetzt gekauft haben, viel, viel kleiner ist als das Seminarhaus und viel, viel weniger Arbeit macht, das ist immer noch genug eigentlich für 10 Leute. So, dann wäre man total entspannt. Dann würde genug über die Miete reinkommen, dann hätte man in der Landwirtschaft genug Leute, dann könnte man hier das Café und den Seminarraum entspannt betreiben. Na, und das ist so, da muss man einfach auch gucken, wie viele Leute sollen es sein. Genau, und da sind wir jetzt. Sind wir 4, wobei man auch sagen muss, dass davon 2 Leute wahrscheinlich auch nicht bleiben werden. Das steht jetzt schon fest. Weil der eine geht sozusagen nach der Ausbildung, zieht er in die Welt, weil er Handwerker ist und erstmal, wie das früher auch so war, bei verschiedenen Handwerkern dann auch Erfahrung sammelt, weil es ein echtes Kunstwandhandwerk ist. Das ist jetzt im Metallbereich. Und der andere wird möglicherweise auch nicht hier bleiben, weil es ihm gar nicht um Gemeinschaft ging, sondern eigentlich um Familienanschluss. So. Na, also das sind so auch Beweggründe, die Leute haben. Genau. Ja. Danke, das ist ja sehr interessant, denn die Motivation, warum will man in eine Gemeinschaft, nicht? Also ich lebe jetzt im Moment, ist eine Familie hier und ich fand das irgendwie ganz toll so, das mal mit Kindern ausprobieren, ich habe ja selber keine und merke dann, also so eine Art von Gemeinschaft will ich dann doch nicht. Mir ist das einfach zu laut, zu anstrengend. So. Dabei sind die eigentlich ganz toll, ja, aber ich kann nichts gegen sagen. Aber ja. Es ist einfach,
ich habe, wie soll ich sagen, kein Händchen für Kinder in dem Sinne. Ich kann gut Unterricht machen, habe ich ja früher schon oft gemacht mit Kindern, so ein paar Stunden am Tag oder auch nicht jeden Tag. Und das geht, aber da ständig drumherum und dann ist das weg und ist dort weg und dann hast du das mal gesehen und dann. Also praktisch, wenn ich nicht mehr die Kontrolle habe, und das habe ich ja schon länger nicht mehr, weil ich habe ja auch mit freiwilligen Helfern gearbeitet, die dann mehr oder weniger das konnten, was sie machen sollten auf dem Land. Denn es ist wahr, man braucht eine Menge Arbeitskraft, um sowas überhaupt zu erhalten. Ne? Und solange man genug Geld hat, kann man ja irgendwelche Leute bezahlen, die das machen. Aber wenn man halt so von einer mickrigen Rente lebt und dann versucht, das zu erhalten, ist das halt auch nicht so ganz einfach. So, die Herausforderung ist dann, Menschen zu finden, die gerade, du sagst ja auch auf dem Land, ne, wir wollen aufs Land, die eine realistische Vorstellung haben, von was es bedeutet, auf dem Land zu leben. Und nicht nur die lilane Kuh, die Milch gibt für die Milka-Schokolade, sondern also wirklich geht es halt, wenn man wirklich mitmachen will, dann geht es anders her und nicht nur so ein bisschen. Ja. Und die dann auch bereit sind, das zu lernen zu wollen oder machen zu wollen, also eine Verbindung auch zu der Natur aufbringen und nicht nur denken, also sie sind jetzt in einem Seminarhaus, wo sie dann halt dafür bezahlen und dafür ist der Rasen schön gemäht und das Swimmingpool ist in Ordnung und sowas. Das ist es ja nicht, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, nicht? Also die Frage an Leute, die in der Gemeinschaft wollen, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr eigentlich nur gemeinsam mit Leuten wohnen in euren eigenen vier Wänden und möglichst nichts zu tun haben, nur auf eurem Balkon vielleicht und vielleicht dann mal die Treppe putzen oder Straße kehren oder sowas, wenn es sein muss? Oder wollt ihr wirklich gemeinsam was erschaffen und euch mit der Natur auch auseinandersetzen, die eben gar nicht so nett ist, wie wir immer so als Illusion haben? Ja, die schöne Natur, natürlich ist es schön, aber naja, auch anders, nicht? Also die Frage, wie findet ihr die Leute oder wie habt ihr die Leute gefunden? Wie haben die sich zusammengefunden und wie habt ihr, also du hast ja schon gesagt, viele sind schon weg oder sind schon wieder weg. Was waren die Momente dafür? Also zu den ursprünglichen 20 kann ich, wie gesagt, nichts sagen. Da weiß ich nicht, wie die sich gefunden haben. Ich habe Peter kennengelernt auf einem Seminar über Kommende und über, also es heißt Wendezeit in der Schweiz. Also Hamburg und Berlin trifft sich in der Schweiz auf dem Berg. Und das war sehr spannend, weil das geht natürlich, ging immer schon auch in diese Richtung, diese Seminarreihe. Wie kann man eine neue Welt- und Wirtschaftsordnung kreieren, in denen die Menschen partizipieren und vor allem eben auch liebevoll miteinander umgehen. Da haben wir uns getroffen. Er hat dann erzählt von dem Konzept. Ich fand das cool, weil ich dachte, ja wunderschön, brauche ich nichts Neues erfinden. Und dann kam es zu einem Austausch und im Nachgang dazu eben auch wieder zu einer Immobiliensuche, weil Peter sagte, also erst das Grundstück oder erst das geeignete Objekt und dann die Leute. Und ich habe gesagt, nee, erst die Leute und dann das Grundstück. Naja, letzten Endes war es dann eben doch eher das Grundstück und tatsächlich dieses Seminar aus, was wir damals hatten, gepachtet hatten, war so grandios, dass es einfach Menschen angezogen hat. Und da auch der vorherige Betreiber und Eigentümer, also im Bereich von, was weiß ich, Gesundheit, Yoga, Spiritualität und so weiter, also solche Menschen kamen dann da als Seminargäste. Und dort war es natürlich durchaus einfacher, auch Interesse zu erzeugen, ja, also dort auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir haben dann auch mal eine Gesundheitsmesse dort gemacht. Und es kamen dann sozusagen stückchenweise Menschen, wobei gar nicht so sehr aus diesem Kreis, das war ganz interessant, das war ein wunderschöner Austausch, aber wer dann bei uns blieb, war jemand, der in Berlin obdachlos geworden war, jemand, der als reisender Barde bei uns hängen geblieben war sozusagen, jemand, der, was war das andere, dann gab es Interessenten aus dem Kreis, den du auch kennst, ne, aus dem Berliner Kreis, die dann sozusagen auch, da gab es dann die Idee mit einer Genossenschaft. Also dieses Haus hat die Menschen ungeheuer inspiriert. So. Aber in dem Moment, wo es eben nicht zu kaufen ging, brach das auch alles weg.
Das heißt also, die Leute sind dann wieder ihre eigenen Wege gegangen, weil es eben nicht so sehr um die Gemeinschaft gegangen ist. Also bisher ist es tatsächlich so, dass, also wir kennen verschiedene andere Gemeinschaften, die wir auch bereist haben. Und was wir aber hier erlebt haben, war, dass Menschen zu uns gekommen sind, ich sage jetzt mal platt, aus einem Mangel heraus. Das heißt, sie brauchten etwas, entweder Gesellschaft oder Geborgenheit oder Wohnung schlicht oder Unterstützung, was weiß ich, bei Ämtern, Anträgen, sonstige Dinge. Und die blieben dann zunächst mal. Und wenn es nicht gelang, sie für diese große Idee zu begeistern, dann sind sie auch nicht geblieben, weil hier einfach viel Arbeit ist. Also es gab dann auch Leute über Portale, also es sind auch, es gibt ja so Wohnungsbau, also hier alternatives Wohnenportal und Facebook-Gruppen und so. Da kamen immer mal wieder Menschen, aber in dem Moment, wo sie gemerkt haben, Moment, ich kann hier nicht einfach einziehen und es ist nichts mehr zu tun und ich kann mich hier sozusagen des gemeinschaftlichen Gedankens freuen. In dem Moment waren die auch sehr schnell weg. Also wir haben nachher wirklich auch gesagt, Probewohnen, mindestens ein Vierteljahr. Wieso? Aber ich war doch jetzt ein Wochenende hier. Das funktioniert natürlich nicht, zumal das Objekt, was wir jetzt haben, ist zum Beispiel, du hast schön die Formen angesprochen, das können wir nachher nochmal beleuchten, also in welcher Form man miteinander Gemeinschaft haben kann. Bei uns hier ist es derzeit so, es gibt eine Wohnetage. Da gibt es 1, 2, 3, 4, 4 Wohneinheiten und oben drüber gibt es noch eine und man könnte noch zwei zubauen. Es wären maximal 7 Wohneinheiten, aber Achtung, kein eigenes Badezimmer. Es gibt ein Gemeinschaftsbad. Es kommt jetzt noch ein zweites, ja, also von der Menge her geht das alles. Küche. Wir haben eigentlich drei Küchen. Gekocht wird natürlich vorwiegend in einer, logischerweise, weil die ist die schönste, hat den größten Herd. Ne, aber es ist nichts abgeschlossen. Also die Wohnungen haben zwar, also die Apartments sozusagen haben zwar Türen. Ja, das sind ein oder zwei Zimmer jeweils mit einem Gemeinschaftswohnzimmer, aber es ist keine eigene Wohnung. Das ist ein WG-Zimmer sozusagen. Ja, oder eben auch zwei. Ja, je nachdem, was man jetzt sonst noch für Bedürfnisse hat. Also ich habe zwei, weil ich habe ein Büro. Ja, und dann habe ich einen Wohnraum. Und da stellen die Leute dann fest, nee, das ist ihnen viel zu eng. So ein bisschen wie du es erzählt hast. Ne? Also deine räumlichen Verhältnisse werden vielleicht ein bisschen anders sein. Aber wenn dir sozusagen ständig jemand gefühlt in deinem Wohnbereich rumeiert, das muss man mögen. Also das bedarf auch der klaren Zuständigkeiten und Aufteilung in der Küche zum Beispiel und im Badezimmer. Sauber machen, sauber halten. Wo stellt man was hin, sodass es für alle irgendwie okay ist? Ja, also dass man sozusagen, dass alle sich damit wohlfühlen, dass sie das gerne benutzen. Und das ist natürlich ein Prozess, der jedes Mal wieder losgeht, wenn jemand neu kommt. Immer wieder geht wieder aufs Neue los, immer wieder sich aufeinander einschwingen, kann das so bleiben. Denn selbst wenn jemand sagt, ja, ich mache das, wenn der unbewusst damit nicht d'accord ist, dann stellt er die Sachen immer irgendwo hin und der Nächste ärgert sich, weil er sie nicht findet. Ja? Und das ist eben auch etwas, was vielen nicht klar ist, dass sie sozusagen aufgrund der Räumlichkeiten in bestimmte Verhältnisse kommen. So, und dann kommen noch die Menschen dazu, die da leben, ja. Ne? Und es gibt dann aber eben auch die Möglichkeit zu sagen, na Moment mal, also das Ganze spreizt sich im Prinzip von wirklich komplettem ist meins, also Eigentum, zum Beispiel wie dieses hier Wohneigentumsgesetzprinzip, ne? Du kaufst eine, also hast ein großes Gelände, jeder baut sich sein Häuschen und dieses Häuschen gehört ihm, auch grundbuchlich. Das ist möglich. Das ist sozusagen, da ist man am abgeschiedensten. Und dann ist es wirklich so, jeder hat seins und das ist dann wie eine WEG-Anlage. Und meistens hat man dann in der Mitte ein gemeinschaftliches, also ein gemeinschaftliches Objekt, wo man sich trifft, wo man vielleicht auch ein Café drin hat oder sowas. Dann ist das nächste Ding, was sozusagen eine Abstufung hin ist. Also man sagt, nee, wir kaufen das Gelände gemeinschaftlich und jeder bekommt seinen Bereich zugewiesen. Und wenn er aber geht, dann wird er auch entschädigt. Ne, das heißt, dann ist es also in einem bestimmten Maß. Das heißt also, die Investitionen sind nicht verloren. Oder aber man kauft es gemeinschaftlich und es kann nur gemietet werden. Also wie bei einer reinen Mietkiste, also wie beim hier, wie heißt das, Mietshäuser-Syndikat, ja? Also da gibt es, da wird ja so eine GmbH oder irgendwas anderes gegründet.
da sind die Immobilien drin, die Leute sind aber beispielsweise irgendwie Mitglieder oder stimmberechtigt oder was auch immer, mieten ihr Gelände oder ihre Wohnung oder vielleicht auch nur eine Teilwohnung. So. Und das geht hin bis zu allen gehört alles. So, à la Kommune. Also auch solche Formen gibt es. Also das, und wie gesagt, das ist eben sehr, also da gibt es jede Bandbreite dazwischen. Ja, bei uns hier gehört es jetzt halt der Treuhandstiftung, also einer Stiftung. Das heißt, es gehört niemandem absolut privat mit der Einschränkung des Treuhänders. Da sind wir auch noch nicht so ganz klar mit der ganzen Sache. Ja, das hat sich erst neu ergeben, dass das offensichtlich schon mal hinterfragt gehört. Oder einer echten Stiftung, da gehört es einer juristischen Person. Da gibt es einen Vorstand und die bestimmen darüber. Und alle, die gesamte Gemeinschaft, zahlt eben sozusagen ihre Wohnungsanteile entweder nach Quadratmetern oder alles in einen Topf oder möglicherweise sogar nach wirtschaftlicher Belastbarkeit. Ja, dann wird geguckt, sind die Leute, werden die mitgetragen, ja oder nein. Und dann ist sozusagen die Findung solcher Dinge ist das Essentielle. Und wenn ich im Gründungsprozess dabei bin und wenn ich aber später dazukomme, dann sind die Verhältnisse so. Ja, und ich muss mir überlegen, kann ich das und will ich das? Ja, und das muss man sich ja eigentlich vorher auch schon überlegen. Ich denke, man hat sehr viel Illusionen darüber, was man wirklich braucht, vor allen Dingen, wenn man keine Erfahrung hat. Also ich könnte mir es absolut nicht vorstellen, mit jemandem Küche und Bad zu teilen. Wobei es eine gemeinsame Küche sein kann, gemeinsames Bad für alle. Mhm. Aber ich brauche mein eigenes auch. Und das habe ich ja hier auch. Ne? Also wenn Leute zu mir kommen, die haben ihre eigenen, zumindest Bäder, manche haben auch Küchen extra für sich. Aber man muss, also wir sprechen ja jetzt praktisch von den Organisationsformen. Und was du gesagt hast vorher, wo ich auch nochmal reinhaken wollte, was ich als Allerwichtigste finde, ist, dass man sich versteht, dass man auf einer ähnlichen Entwicklungsstufe steht, dass man ähnliche Werte hat und auch eine ähnliche Möglichkeit hat, von aufeinander einzugehen, aufeinander verstehen zu können, auch wenn es nicht dein spezieller Wert ist, aber du kannst dem anderen sehen, okay, die haben es halt so und du musst dich deswegen nicht aufregen. Und was das Allerwichtigste ist, dass eine Konfliktfähigkeit ist. Ich erlebe immer wieder, wahrscheinlich bin ich auch damit beteiligt, dass die Konflikte nicht ausgetragen werden, sondern dass Leute einfach verschwinden dann, ja? Oder ja, ne, mit dir machen wir nichts mehr oder sowas, ne? Nur weil ich dann öfter mal sage, also ich kenne die Verhältnisse hier, ich glaube, das funktioniert nicht so, wie ihr euch das vorstellt, wie das in letzter Zeit so passiert ist. Und da ist von dem Fall, wo ich jetzt gerade spreche, ist es ganz genauso. Die suchen nur Menschen, die jetzt das Geld haben. Aber was passiert dann, wenn die Menschen dann da sind und zusammenwohnen und sie kennen sich von einem Wochenende oder so? Also ich halte das persönlich für sehr gefährlich. Also gefährlich in dem Sinne natürlich nicht gefährlich physisch, aber für das Wohlbefinden einer Gemeinschaft. Ich habe so viele Leute hier erlebt bei mir zu Hause. Ich kann wirklich sagen, hunderte von Leuten waren hier und waren sehr wenig Leute, mit denen ich mir vorstellen könnte, gemeinsam leben zu wollen. Die sind aber meistens aus anderen Gründen nicht interessiert oder können nicht oder so auch immer. Also ich denke, der menschliche Aspekt, der ist erstmal zu sehen und gucken können wir miteinander. Und dann, wenn das nämlich dann das Geld schon drin ist irgendwo, oh Gott, ich stelle mir richtig so vor, dass es da Riesenkonflikte geben kann und geben wird und Kämpfe und sowas und genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja Frieden schaffen. Ja. Wie ist da deine Erfahrung damit? Ich bin der Meinung, erst die Menschen, dann das Objekt. Also erst, wenn man diesen Gemeinschaftsbildungsprozess gemeinsam durchlaufen hat, und da gibt es ja verschiedene Instrumente. Also was weiß ich, nach Scott Peck, nach, keine Ahnung, Dragon Dreaming gibt es verschiedene Möglichkeiten, erstmal diese Gruppenbildungsprozesse durchzumachen. Und erst, wenn man an der Stelle ist, wo man sagt, jawohl, so wie du sagtest, Toleranz, Respekt, ich nehme aber das schöne Birkenbiel-Wort, sich zu zweinigen,
Ja, man muss sich also nicht überall einigen, man kann sich auch zweinigen und kann es stehen lassen, ohne dass man über den anderen urteilt. Ich bin nun auch ein Freund von Marshall Rosenbergs gewaltfreier Kommunikation. Also man braucht einfach einen Koffer mit möglichen Werkzeugen, um dann, wenn ein echtes Zusammenleben zustande kommt, tatsächlich auch das Tägliche zu bewältigen. Ja, und da bin ich total der Meinung, ja, das geht nur, wenn die Gemeinschaft sich gefunden hat. Und vor allem eben durchaus auch in ausreichender Größe. Wir erleben hier ganz viele Kleinstgemeinschaften. Also das ist das, was man hier in Mecklenburg viel hat, auch lauter, also Leute, die sich irgendwie einen Hof kaufen, weil das kann man hier. Man kann hier eine Immobilie kaufen, auch alleine. Man wird davon, also man wird davon nicht arm oder völlig geknebelt. Das sind immer Objekte, wo man richtig arbeiten muss. Ja, die sind dann nicht top in Schuss, aber man kann da schon mal wohnen oder man stellt einen Bauwagen drauf oder was auch immer. Und dann gibt es dieses Objekt und dann suchen die Menschen, und so ist es ja bei uns letztlich momentan auch, sie suchen dann Menschen, die mitmachen wollen. So, und ich habe neulich schon mal gesagt, wir sind ja gut vernetzt. Also ich habe gesagt, ja, was haltet ihr davon, wenn wir uns zusammentun mit all dem, was da ist? Ja, aber dann stellst du eben auch fest, dass es doch deutliche Unterschiede in den Vorstellungen gibt. So, dass es geht, wenn wir kooperieren, aber eine Verschmelzung wäre nicht möglich. Und damit bleibt jeder sozusagen mit seinem Problem. Ich habe zwar Land, ich habe ein Objekt, ich möchte Gemeinschaft, aber ich habe keine Leute. Das, so So. geht es mir, ganz genau so geht es mir schon seit vielen Jahren. Ja. Ich meine, als ich noch, ich kam ja hierher mit 34 oder 35, nicht, habe ich halt selber die Ärmel hochgezogen und habe eine Menge geschafft und eine Menge gemacht. Vieles gelernt natürlich, aber irgendwann in seinem Leben hat man ja keine Lust mehr dazu, so zu molochen. Und dann wäre es halt schöne jüngere Leute, aber die jüngeren Leute haben dann Kinder und dann ist wieder mein Problem, dass ich auf die Dauer nicht so viel Unruhe haben möchte. Aber ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Ja, dieses Gemeinschaftsbildung wäre wichtig. Und in dem Fall, wo ich gedacht habe, vielleicht mein Haus zu verkaufen und da mitzumachen, da habe ich sowas vorgeschlagen und zu denen, die das organisieren. Und die meinten, dass sowas braucht man nicht. Das funktioniert schon. Und das war für mich eine Alarmglocke, habe ich gedacht. Ups. Das kann nicht gut gehen. Jedenfalls nicht für mich. Also ich sehe das, ich habe das so oft gesehen im Zusammenleben. Ich hatte ja öfter Leute, die mal für ein Jahr da waren oder so. Wie kompliziert das sein kann oder wie konfliktgeladen das werden kann. Und wenn da nicht sagen wir mal, ein System der Gemeinschaftsbildung da ist und der Konfliktresolution, halte ich das für ziemlich schwierig. Und diese Konfliktresolution, die kann man nicht einfach nur in die Agreements schreiben, sondern man muss das üben. Und Ja, zwar und vorher. immer wieder, ja, immer Ja, wieder. genau. Und dann war das also für mich ein Anlass eben da, mich auszuklinken. Aber was ich jetzt sagen wollte, wir haben jetzt alle Angst vor irgendwelchen Kriegen und vor irgendwelchen Finanzzusammenbrüchen und sonst was. Und dadurch sind viele Leute in so einem Druck. Sie meinen, sie müssen jetzt das Geld, was sie vielleicht irgendwo haben, anlegen und das andere, die anderen Schritte kann man überspringen. Jetzt die Frage, ist das ratsam oder? Nein. Also ich sage nein, denn das, was man glaubt, an Risiko auszuhebeln der Inflations wegen, das schmeißt man im Zweifel nachher einem Anwalt in Rachen, weil man aus den Sachen nicht wieder rauskommt. Also Immobilie ist halt nichts, was ohne weiteres wieder rückabwickelbar ist. Das kostet alles, der Kauf, der Verkauf, Anwalt, wenn das alles nicht im guten Willen ist, wenn das nicht sauber geregelt ist. Und ein Objekt ist nach wie vor nicht wirklich ein Spekulationsobjekt, weil 10 Jahre Spekulationsfrist. Und wenn die noch nicht abgelaufen ist, dann kostet das Spekulationssteuer, wenn man überhaupt Gewinn machen sollte. Ja, und insofern halte ich das nicht für ratsam, weil eben eine Immobilie auch immer Verpflichtungen nach sich zieht. Eine Immobilie hat man nicht einfach. Also selbst ein Acker, den man sozusagen kauft, hat man nicht einfach. Man muss ihn mindestens alle 2 oder 3 Jahre umbrechen lassen, sonst wird er nämlich Wiese. Wenn man die Wiese nicht umbrechen lässt, dann wird das Ganze irgendwie, keine Ahnung, irgendwann ist es Forst und ist gar nichts mehr wert.
Genau, Also, Wald. ne? Ja. Ja, ne, es ist Wald und Wald hat die niedrigsten Quadratmeterpreise. Also wenn ich eine Immobilie kaufe, dann verpflichtet das auch. Und dieser Verpflichtung muss ich auch nachkommen können oder ich muss Menschen haben, die das gerne tun, weil sie vielleicht vor Ort sind. Ja, wenn ich dann auch noch irgendwo in räumlichem Abstand etwas kaufe, was ich gar nicht nutzen will. Also das ist aus meiner Sicht also hochproblematisch. Und letzten Endes, wie gesagt, das Geld, was man geglaubt hat, sicher anzulegen, ist dann schneller abgeschmolzen und weg und man hat einen Haufen Nerven gelassen. Also dann lieber das Geld in die Schuhschachtel oder jemandem dafür was zu essen gekauft oder ein schönes Geschenk gemacht. Also das ist meine Sichtweise darauf. Ja, das ist aus deiner Erfahrung heraus und aus meiner heraus auch selbstverständlich. Also ich habe ja nicht das Problem, dass ich Geld unterbringen muss, im Gegenteil. Aber das ist verpflichtet und dass man dafür auch ziemlich viel arbeiten muss, dass man in so einer wunderschönen Umgebung lebt. Ja? Die Gäste, die kommen auch, ist ja wunderbar, so eine tolle Energie und bla 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 und dann sind sie wieder weg. Wenn sie dann dafür bezahlen oder so, dann oder dir ein bisschen helfen oder solche Sachen, nicht nur ein bisschen, sondern angemessen helfen, ist es wunderbar. Aber es macht halt bei den meisten Menschen eine Illusion, ich komme irgendwo hin und es bleibt dann so, wie es ist. Und dann kann ich mich an den Pool setzen oder so. Und das ist es durchaus eben nicht. Und das habe ich in der eigenen Erfahrung im ersten Jahr, als ich hier war, da habe ich noch nicht so viel gemacht. Da habe ich dann sogar die Zeit lesen können jede Woche. Und das hat sich ziemlich schnell verflüchtigt. Da willst du das machen und das und jenes. Und dann tust du arbeiten von früh um 5 bis abends um 9 im Sommer, nicht? Und wenn du es gerne machst, ist es fein. Ja? Und ich habe es gern gemacht. Aber wenn man auf dem Land leben will, sollte man wirklich die Passion dafür haben und nicht nur denken, ach, das ist eine schöne Landschaft, kann ich so schön die Aussicht genießen. Das reicht nicht, um auf dem Land zu leben. Dann lieber vielleicht im 20. Stock irgendwo oben, wo man in die Ferne gucken kann, aber nicht unbedingt auf dem Land. Das ist mein. Es ist ein weiterer Aspekt, der auch häufig übersehen wird. Also beispielsweise Mecklenburg im ländlichen Bereich. Irgendwo muss das Geld für die Brötchen herkommen oder für sonstige Nahrungsmittel, die man sich kaufen möchte und was anziehen möchte man sich meistens auch. Das heißt, entweder betreibt man dann wirklich Landwirtschaft, das heißt aber rackern bis zum Umfallen, weil bevor man da irgendetwas erwirtschaftet auf kleinteiliger Fläche, ist schwierig. Oder aber einer muss mindestens Arbeit haben. Also wenn man jetzt beispielsweise eine Gemeinschaft von 2 Erwachsene, 2 Kinder und dann vielleicht noch ein Paar oder keine Ahnung. Aber ich sage mal so, pro Erwachsenenpaar muss einer Arbeit haben. Denn sonst wird es schwierig. Du brauchst hier ein Auto, das muss angemeldet werden. Steuern müssen bezahlt werden. Sprit, gerade interessant, 2,20 Euro haben wir heute je Liter. Ja? Diesel übrigens, 2,20 Euro für den Liter Diesel. Ja? Und dann hast du sozusagen weitere Kosten und es wird nun mal keine Kartoffel entgegengenommen, ja, selbst wenn deine Kartoffeln reichen würden. Das heißt, du musst tatsächlich eine Arbeit haben. Und das ist hier extrem schwierig, weil es gibt hier kaum Arbeit. Ja, entweder in der nächsten Schweinemastanlage, es gibt gelegentlich mal einen großen Betrieb. Wir haben hier nun zufällig einen, das ist hier so ein, die stellen hier Kühlauflieger her. Da muss man dann aber auch 3-Schicht arbeiten wollen. Dann gibt es die üblichen Sachen im sozialen Bereich, also Pflege, Schule, Kita und die paar Läden, die wir haben. Und dann war es das aber auch. Ja, und ich meine, die Arbeitsplätze sind ja durchaus belegt. Das Einzige... Internet, ne? Viele Leute verdienen ja auch ihr Geld im Internet. Naja, oder Homeoffice, das geht, aber das muss man dann auch haben. Also ich arbeite im Homeoffice, das funktioniert. Ne, das ist okay. Also das Internet wird jetzt auch besser. Eine Zeit lang ging es ja auch nicht. Also ich meine, da tropften hier die Bits aus der Leitung. Das geht inzwischen ganz gut. Ja, ja, da muss man sich auch erkundigen. Also wer jetzt sozusagen sich für Gemeinschaft interessiert und ein wunderschönes Fleckchen Erde gefunden hat, muss ich klar darüber sein, dass dieses Fleckchen Erde unter Umständen mit nichts an irgendwas angebunden ist. Ne, das ist schön, wenn man Autarkie will, aber auch Autarkie muss man sich leisten können. Ja, man braucht den Diesel oder das Benzin für die Mähmaschine und dann kommen ja auch noch die Haussteuern dazu, nicht? Du musst ja die immer. Die kommen immer dazu. Das ist ja nicht so, dass du jetzt ein Haus hast und jetzt lebst du kostenlos, nicht? Im Gegenteil. Vielleicht also, weniger als Miete so, wenn es dir gehört, aber zahlen musst du trotzdem.
Na, eine gewisse Menge Geld muss man eben haben, ne? Also gerade die staatlichen Entgelte, die man da zu leisten hat, das muss man einfach haben und muss regelmäßig reinkommen, weil sonst schmilzt man, selbst wenn man noch ein bisschen Kapital hat, das ist dann schnell weg. Jo, genau, das ist meine Sorge, dass das irgendwann mal nicht mehr reicht. Und insofern komme ich auch aus einer Neediness heraus, Leute zu finden zu wollen. Aber ich lebe auch gern oder ich habe gerne Leute, mit denen ich mich unterhalten kann. Also ich hatte ja früher nie so einen richtigen Gästebetrieb, nur dass Gäste da oben irgendwo sitzen und ihr Zeug machen, kam schon auch vor. Aber für mich ist immer wichtig, die Verbindung zu haben, nicht? Und insofern hoffe ich, dass ich jetzt Leute finde, die ähnlich ticken und dass man dann auch miteinander reden kann und miteinander sich entwickeln kann und miteinander bestimmte Projekte auch noch machen kann. Ne? Das ist mein Traum und mal sehen, ob wir es schaffen. Das ist meine Zukunft. Wie ist deine Zukunftsvision? Naja, das Gesundbronnendorf steht schon noch als Zukunftsvision. Ne? Das heißt also, diese 5 Module, die ich vorhin sagte, ne? Wohnen, Arbeiten, Gesundheit, Akademie und Wellness, irgendwie hinzukriegen, hier im Umfeld, also nicht in dem Ort, wo wir jetzt drin sind in der Stadt, da sitzen wir zentral, also da kannst du jetzt nichts ausbauen, ja, aber tatsächlich im Umfeld das zu finden. Und ja, natürlich mit dem Wollen, oder es geht ja überhaupt nur mit einer Gemeinschaft so. Und woran ich jetzt gerade eben arbeite, ist tatsächlich, kriegen wir die Stiftung noch hin? Wenn nicht in diesem Jahr, dann möchte ich eine andere Form sozusagen der für die Basis so. Und dann Menschen finden. Das ist unsere große Herausforderung, ne? Also weil wenn jemand also nicht der geborene Marketingmensch ist, ich bin das nicht, dann ist das unter Umständen schwierig. Ja, ich kenne mich zwar mit der Technik recht gut aus, aber das ist einfach auch viel Zeit, die man da ans Bein bindet. Ja. So. Hast du immerhin schon den Vorteil, dass du diese ganzen Verwaltungsgeschichten kannst? Das kann ich ja noch nicht mal, nicht? Das erfüllt mich eher mit Schrecken, wenn ich denke, oh Gott, da muss man diese ganze administrative Sachen machen, wo ich keine Ahnung von habe. Und Marketing war auch nie so groß meine Stärke. Und entsprechend muss man wahrscheinlich auch Leute anziehen, denn wenn ich das Gefühl habe, es kommt dann einer und möchte da hier irgendwie was rausziehen oder so, ne? Dass meine Unfähigkeit ausnutzen, um sich dann da irgendwie so zu profilieren. Das geht natürlich auch nicht, ne? Also irgendwie brauchen wir Hybrid. Ich muss was dazu lernen auf dem Gebiet und die anderen halt, wie gesagt, der Wunsch, hier zu sein und teilzunehmen, überall teilzunehmen, nicht nur sich um sich selber kümmern und so, sondern um die Natur sich kümmern und möglicherweise eben Tiere sich kümmern und das als Berufung empfinden und nicht als etwas, was man machen muss, dann denke ich, ist es falsch. Aber was ich denke trotzdem, und dafür sind diese WOOF-Geschichten gut, Willing Workers on Organic Farms, Leute, die sowas vorhaben, sollten erstmal in einem richtigen Betrieb arbeiten. Bei mir ist ja kein richtiger Betrieb mehr. Ich mache ja nur noch Oliven und Grasmähen und sowas und Gemüsegarten. Aber in einem richtigen Betrieb können Sie mal sehen, was Arbeit bedeutet und was, wenn Sie wirklich was auf die Beine stellen wollen, was Sie dann machen müssten und könnten. Und zu gucken, ist das das, was ich will. Und ich wünsche uns, dass wir diese Menschen finden, denen das am Herzen liegt, nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen, da sich einbringen zu wollen und für die Natur was zu tun, was über das Vermeiden von Plastikmüll hinausgeht. Ja, genau. Ich denke, damit haben wir eigentlich eine ganz gute Runde geschlossen. Mhm. Aber gerne, wenn du noch für dieses Modul noch ein bisschen mehr noch dazu sagen möchtest. Nö, ich glaube, das reicht. Gut. Und dann planen wir noch ein anderes Modul, wo wir mehr in diese Verwaltungsgeschichten ein bisschen, wie nennt man das, Gehirnknuspern, wie nennt man das auf Englisch? Also an deiner Erfahrung ausfragen wollen. Mhm. Ja? Das nächste Mal. Dann erstmal schönen Dank. Und ich danke dir. Es war mir wieder ein Vergnügen. Ja, mir auch. Tschüss.